Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge vom Gartensimulator in der Demo. Ja, ich bin einen Tag weiter und ich möchte jetzt ganz gerne etwas shoppen. Ne? Und ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt gespannt, ob die Zeit stehen bleibt. Da habe ich nämlich das letzte Mal nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall kaufen wir einmal Kürbissaatgut. Bin mal gespannt, wie groß die werden. Und dann würde ich gern einfach mal hier so ein bisschen Krimskrams kaufen. Also Fahrt brauchen wir auf jeden Fall noch. Machen wir mal zwei. So ein Zaun. Ich will wissen, wie es aussieht. Ne? Holzboden. Ja, eine Hecke können wir uns auch noch leisten. Und dann hört das auch schon auf. Oh, der Rest wird teuer. Okay, den Heckenbogen für eine Menge Taler. So, wo ist denn hier? Da. Ich würde ganz gern vielleicht einfach mal, damit wir sehen, wie es aussieht, hier vielleicht, oh Gott, nicht erschlagen werden. Und bitte nicht auf die Blumen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Finde ich irgendwie lustig, wenn ich ehrlich bin. So, da haben wir den Weg gekriegt. Den Boden. Ach so, ich kann das. Ach so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir das jetzt hier am besten machen. Wollen wir das hier vielleicht so ein bisschen ineinander setzen? Soll das denn so sein vielleicht? Ja, kann man machen, ne? Wie sieht denn, oha, der Boden aus? Ja, den würde ich ja vielleicht, wir können die Sachen ja wieder aufnehmen und versetzen. Na, da gucken wir mal, was hier so Schönes drin ist. Der Ball. Platzieren. Machst du damit was Schönes? Können wir damit was Schönes machen? Na, er rollert auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Mieze damit was macht. Okay, einen Zaun. Oh, schön. Das hatte ich mir so gedacht, dass wir vielleicht, aber andersrum, die Beete zum Weg so ein bisschen abgrenzen, ne? So. Und so. So, guck mal, jetzt machen wir schnell noch das Kürbissaatgut. Oh Gott! Wäre vielleicht gut, wenn man da zwei auf so ein Beet kriegen könnte. Jetzt gießen wir das noch schnell. So, sehr gut. Gucken wir mal, wie viele Tage braucht das? 5 Tage, alles klar. Und dann gucken wir noch, was wir hier bekommen haben. Oh, eine schöne Hecke. Naja, schön ist ja immer so relativ, ne? Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man hier so eine Art geschützten Sitzbereich macht, oder? Wenn man das hier hinsetzt. Oh. Ja, ja. Schlafen und so, ne? Okay. Ja, dass man das hier vielleicht aufnimmt und hier so ein bisschen anpasst, ne? So rum oder lieber so rum? Ich glaube, ich mache lieber so rum. Na, dann könnte man hier so eine wunderbare Sitzecke quasi draus machen. Ne? Wir können ja diesen Sonnenschirm noch kaufen. Ne? So, die 1 für Ernten. Ah, wunderbar. Einmal schön über den frisch gepflanzten Kürbis latschen. Muss ja schließlich sein. So, dann gießen wir die. Jetzt bin ich mal gespannt. Also 2 kann man gleichzeitig gießen, das habe ich schon. Und 3 hat es auch geklappt, je nachdem, wie dicht man die pflanzt, ne? Aber ist mal so ein bisschen realistisch, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oh, den Kürbis, den gießen wir natürlich auch. Und dann würde ich sagen, pflücken wir die Tulpen. Kann ich die, wenn ich die gieße, ne? Ich kann die ja gießen nochmal. Oh, gut. Und ich kann den trotzdem pflücken. 35. Nö, ist kein Unterschied. Alles klar. Ja, dann gucken wir doch glatt mal. Dann müssen wir erstmal neue Tulpen vielleicht. 1, 2, 3, 4. Wir machen mal 4. Und noch einen Kürbis auf jeden Fall. Dann waren wir ja bis zur Hecke gekommen. Und dann nehmen wir vielleicht noch so einen Heckenbogen.
Und den Sonnenschirm können wir uns schon nicht mehr leisten. Also 120 wäre denn das Nächste, dass man vielleicht von allem irgendwas hat erstmal, ne? Dass man so nach und nach hierfür, ja, Nachschub sorgt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch vielleicht das Ganze so. Da hat's ja gleich den Zaun hochgehoben. Oh je. Na, wobei man diesen, naja gut, also für einen Weg ist es vielleicht zu ordentlich, ne? Naja, gucken wir mal. So, da haben wir die Tulpen. Diesen Heckenbogen. Warte, jetzt müssen wir erstmal die Tulpen wieder pflanzen. Jetzt kriegen wir wieder lila, ne? Also die sind wirklich unterschiedlich, ne? Von den Farben her, finde ich gut. Jetzt gucken wir mal, ob ich das jetzt eng genug gepflanzt habe. Ja, mal drei. Drei kriegen wir. Also wenn man die wirklich ganz dicht beieinander pflanzt, dann funktioniert's. Ne, spart man sich Zeit. Sehr gut. Da müssen wir wieder auf die Hand zurück und uns den Kürbis hier rausholen. Und ich würde sagen, den drehen wir genau andersrum vielleicht. Das ist hier so ein bisschen ineinander. So, ne? So, die haben ja dann einen Tagversatz. Ah, also die Tage sind schon mächtig kurz, möchte ich mal behaupten. Ui, 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 ui. Ja, aber da könnte man doch hier wirklich so Richtung Terrasse das hier vielleicht so ein bisschen eingrenzen. Ja, können wir ja mal ausprobieren. Warte mal, die zwei, wenn wir das hier hinsetzen. Naja, wird knappig, ne? Müsste man wirklich denn ausprobieren, wenn man genügend von allem hat. So, dahin. Aber ist schick, ne? Also kannst du eine ganze Menge mitmachen, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Können wir eigentlich schon wieder Rasen mähen? Oder wie, oder was? Seht ihr einen Unterschied? Nö. Das ist schon mal schön. Das ist nett. Ja, aber ich denke, mit diesen Bögen könnte man durchaus auch, sag ich mal, die unterschiedlichen Bereiche hier abgrenzen, ne? Dass man vielleicht hier oben, also hier vorn, entweder so komplett, naja, einen Nutzgartenbereich macht und den abgrenzt. Und dann hier hinten vielleicht noch was anderes oder so. Denn ich denke mal, wenn das Spiel weiterentwickelt wird, was er zu sein scheint, wird es da sicherlich auch noch deutlich mehr Inhalte geben, ne? So, Tag Nummer 8. Wir können wieder ernten. Ach so, nee, Erdbeeren diesmal nicht. Aber wir können Tulpen ernten. Oder pflücken jedenfalls. So, und so, siehste mal, es wird. Da muss man natürlich gießen. Ah, gucke, jetzt können wir beide zeitgleich gießen. Das funktioniert. Ich würde sagen, es geht immer zwei, ne? Wenn man genau dazwischen landet, dann funktioniert das auch. Ja, sparen wir uns Zeit. Gut, man könnte sie natürlich auch deutlich dichter zusammenpflanzen, ne? Das ist auch klar. Gut, dann holen wir uns wieder ein paar Tulpen. Ich glaube, das mit den Vieren ist ganz gut, ne? Und was war es denn jetzt noch? Der Sonnenschirm für 120. Jawohl. Gut, können wir hier vielleicht auch noch von der Seite was so wegklauen? Na, können wir nicht. Achso, warte, nee, ich muss ja da drauf. Ha, können wir doch. Ich hole mir jetzt schon überall den Müll her, ne, wo ich ihn herkriegen kann. Jawohl. Finde ich ja irgendwie witzig. So, erstmal die Blümchen. So, eins, zwei, drei, vier. Ich will das jetzt nur mal ausprobieren, ne? Na, aber die hinterste wird's nicht. Okay. Also drei, ne? Gut, sehr schön. Oh, oh, du bist groß. Ah, das ist der aus dem Startbildschirm, ne? Ja, ich würde sagen, dann setzen wir den noch hier drauf. Und dann könnte das doch richtig schnieke werden, ne? Ja,
Würde ich sagen, bauen wir erstmal so einen schönen kleinen Nutzgarten hier vorn. So nach und nach. Das wird eine gute Sache, glaube ich. Ja, muss ich mal gucken. Es ist vielleicht hier ein bisschen dicht jetzt, wenn wir hier noch so einen Weg dran setzen. Wir könnten ja den hier mal nehmen als ja, Anschauungs- Oh, ne, guck, das funktioniert. Das geht. Mal den vielleicht, naja, ein bisschen drehen. Das ist ein. Oh Gott. Ich hoffe, das steht jetzt hier fest, ne? Ja, dass wir denn hier vielleicht den Weg rumbauen, ne? Richtung die Terrasse. Das ist doch eine gute Sache. Dann machen wir das doch glatt mal. Portale ausgeben hier. Ja. Dekoration, ja. Ich weiß, eigentlich müsste ich vielleicht. Erstmal, ja, viel mehr Beetfläche machen, ne, um schneller an Kohle zu kommen. Das kann man ja mal vorbereiten, das können wir ja für die nächsten Tage schon mal machen. Ist das jetzt hier gerade? Ich würde sagen, so. Ich habe immer so die leichte Veranlagung, ich möchte, dass das so gerade ist. So, ne? So, haben wir dieses. Dann gucken wir doch mal. Einmal einen Weg. Nochmal einen Weg. Und nochmal einen Weg. Das ist die 4. Miezi, also hab ja nichts gegen Katzen, aber ne? Wahrscheinlich, naja, passt gerade, oder? Dann können wir uns hier in die Richtung noch arbeiten. Ja, und den Rest können wir dann mit Beeten machen. Und dann würde ich sagen, machen wir immer hier so ein bisschen Linien. Ja. Müssen wir vielleicht die Pflanzen nochmal, naja, ja, umpflanzen, wenn man es so sagen darf. Na? Gut. Ja, dann würde ich sagen, nächster Tag. Ha! Ich war mal schneller als das Spiel. Ja, gibt es wieder Erdbeeren, Tulpen, Tulpen. Na, gucke, das wird. Na? Weil die Erdbeeren irgendwann neue pflanzen müssen? Wäre ja mal wissenswert, oder? Ja, okay. Dann, ja, shoppen wir mal. Auf jeden Fall erstmal noch mal ein bisschen mehr Gemüse vielleicht. Kann mir vorstellen, dass das mit den Kürbissen noch eine gute Sache wird. Wir nehmen erstmal 4. Dann nehmen wir von den Tulpen. Wollen wir uns mal komplett nackig machen? Ja, das machen wir. Gucken wir mal, dass wir hier den Teil durchkriegen, ne? Ich finde das gar nicht schlecht mit den Zäunen. Weil ich mal, die Hecke an sich ist mir ein bisschen zu groß, ne? Oh, da kommt's. Okay. Naja, wenn der hier jeden Tag in den Wald fahren muss, hat er irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, wa? So. Nächster Kürbis. So. Und vielleicht so. Dann drehen wir den mal so ein bisschen rum. Und jetzt haben wir noch einen, ne? So, da passt auf jeden Fall noch einer daneben. Ja, das hat geklappt. Okay, obwohl die so weit auseinander stehen. Ah, gucke, das wird doch schon eine schöne Kürbispflanze hier. Die sieht doch schon mal schick aus. Wunderprächtig. Und die Erdbeeren nicht vergessen. Dass wir wenigstens alle 2 Tage hier was zu ernten haben. Sehr gut. Und dann setzen wir noch die Tulpenzwiebeln. Hallo? Jetzt. Ist jetzt nicht schön, aber nützt ja nichts, ne?
So, gucke, da können wir auch gleich mehrere gießen. Sehr schön. Oh, falsche Taste. Und die noch. Sehr gut. Das ist doch eine nette Geschichte, oder? Ja, sehr, sehr cool. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde mich mal hier ranmachen und den ein oder anderen Taler dazu erwirtschaften, ein bisschen vor mich hingießen und so weiter und so fort, sodass wir denn beim nächsten Mal vielleicht mal so eine richtig schöne Shoppingrunde machen können, ne? Gut, ihr Lieben, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Tschüss.